Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 30. Juni 2020 mit einem spontanen Video für dich und zwar mit meinen Skatgarten, die heißgeliebte Skatgarten von Reka. Natürlich kannst du auch diese Karten käuflich in meinem Shop erwerben. So, heute geht es um deine Seelenpartnerschaft, es geht es um die Liebe. Heute haben wir auch einen besonderen Portaltag, wo wir auch wirklich aufgefordert werden, dass wir unsere Bewertungen auch eventuell nochmal anschauen, unsere alten Musterprägungen, wo sind wir noch zu sehr im Kopf, wo bewerten wir noch, ist es gut, ist es schlecht, ist es besser, ist es schlechter, ist es richtig, ist es falsch. Es geht wirklich darum, in unser Herz hineinzuspüren und wirklich diese Herzenergie auch wirklich auszusenden. Deswegen werde ich auch dieses Video hier für dich benennen, Luft und Liebe. So, es geht um die Seelenpartnerschaft und ich lade dich ein, tauche erstmal in der Energie der Kristallschale ein und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Du konntest gut entspannen und bist du bereit für die Legung? Sende mir deine Gedanken zu, warum geht es heute? Was ist wichtig für dich zu erfahren oder zu wissen? Es geht um die Spiritualität. Natürlich sind auch Portaltage immer die optimale Möglichkeit für den seelischen Wachstum und Weiterentwicklung. Es ist wirklich deswegen auch gut, weil wir auch einen besonderen Zugang zu, auch zum geistigen Welt haben auch, und eine besondere Öffnung auch. Und da öffnen sich so Portale, energetische Portale für uns, die wirklich unser Bewusstsein auch ein Stück weit erheben. Und natürlich begleite ich dich hier mit deinen Herzensmenschen bei Reiki Großgrade und Lichtgrade energetisch. Und dazu kannst du dich auch gerne anmelden. Lese dich dafür erstmal ein. Den Beitrag findest du auch in meinem Shop. Ja? Ich lege jetzt für dich die Karten aus. Ich hoffe, ihr habt schon mein Video angeschaut. Late Night, Seelenpartner Late Night gestern Nacht. Und heute Morgen hatte ich recht früh die Termine und einfach zeitlich habe ich nicht geschafft, dieses Video wirklich zu drehen. Aber umso mehr kannst du dich ja jetzt auch freuen. Du weißt ja auch, dass ich die Videos alleine mache, auch die Beratungen alleine mache. Mittlerweile habe ich ja natürlich auch schon Unterstützung und einen Assistent, der mich unterstützt. Allerdings bei Videos, also ich denke, das wollt ihr, dass ich euch hier die Botschaften rüberbringe und auch natürlich bei den Beratungen oder Hypnose. Genauso. Also wir beginnen jetzt. Wie sind die Energien heute? Es geht um die Spiritualität, um diesen spirituellen Wachstum, denn hier sehe ich hier noch die Kommunikation, also ist noch etwas im zögerlichen Rahmen oder es verzögert sich noch etwas oder es ist auch noch ein Stück weit Unentschlossenheit, also im wirklichen Leben, also wirklich auf dich zuzukommen. Du spielst hier eine Rolle und auf jeden Fall geht es hier um die Liebe, also es wird gearbeitet, also an der Kommunikation. Natürlich auch von den geistigen Welt, natürlich auch als kollektive Energie, aber auch du kannst das ganze Prozess so ein bisschen unterstützen, denn ich sehe hier, dass dieser Neuanfang noch kränkelt, da ist so starke, teilweise auch noch Verlustängste da sind und also das ist noch so eine Zurückhaltung da. Und ich sage Luft und Liebe,
gut, Luft und Liebe allein reicht nicht, also da fehlt auch nochmal die Erdung. Es ist halt auch wirklich wichtig, dass wir auch wirklich unsere Vorhaben oder unsere Wünsche oder unsere Ziele auch natürlich umsetzen. Du zeigst dich hier im Bild, also du bist hier ziemlich mittig, du spielst auch die Hauptrolle, du bist voll in deine Kraft, in deine männliche Energie, du setzt Sachen um, also du fühlst dich wohl in deiner Haut, also du hast Kraft, Stärke, Ausdauer, du bist also vollkommen da und es geht auch wirklich ein Stück weit wirklich darum, ja, dass du dich vielleicht auch ein Stück weit zurückgezogen hast und dadurch deine Energie noch mehr entfaltet hast. Also es geht auch hier darum, die Anziehungskraft ist ganz stark, das ist eine Anziehung aus dem früheren Leben. Es kommt ein Stück weit auch in Entwicklung, in der Stabilität im Außen mit euch. Und das sind ja wirklich tolle, tolle Nachrichten. Also ich denke, die Portaltage, die kommen nicht von ungefähr, also laut Maya-Kalender, die sind so errechnet, die kannst du auch wie Astrologie auch errechnen und es gibt auch spezielle Kolleginnen, die das machen und natürlich kann man das auch wie Horoskope auch errechnen. So, wir schauen jetzt mal, aha, die Seelenpartnerschaft ist gefallen, die unterste Karte, du. Und also, dass du in deine Kraft gekommen bist, das finde ich doch großartig. Du bist in deine Kraft gekommen. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Also, die Skatgarten liebe ich. Ich werde euch jetzt mit dem Tarot abklären, weil wir heute auch einen Portaltag haben. Und natürlich werde ich am Abend auch noch mal ein Video noch hochladen und dann gibt es ja mein kleines Video, immer was denkt und fühlt dein Seelenpartner. Und natürlich das Ganze auch noch mal auf Ungarisch, wenn du meinen ungarischen Kanal auch anschauen magst oder du vielleicht auch selber diese Sprache kennst, kannst du mich auch im Internet finden oder teilweise wirst du sogar vorgeschlagen. Das ist jetzt neu, dass ich das mache. Es hat sich so ergeben. Habe ich gestern Abend auch erwähnt, dass ich die Sprache so ein bisschen, mein Wortschatz auffrischen möchte. Ja, und natürlich auch ja, den Menschen auch gerne an diesem Seelenpartnerweg auch begleiten möchte. Also, du bist hier im Gefühl und dein Gegenüber ist direkt da. Ist das nicht unglaublich? Schau doch mal an. Also der ist direkt da, also ihr seid so miteinander verbunden, ist der auch großartig. Also du bist hier im Gefühl und du schaust in die Seelenpartnerschaft und ich habe das Gefühl, dass es so deine große Liebe auch ist. Also die Traurigkeit und was jetzt hier noch kränkelt, vielleicht, weil du noch nicht ganz deine eigenen Bedürfnisse leben kannst, warum auch immer, dass du dich so ein bisschen zurückhältst, dass du sagst, das darf ich doch gar nicht, ich bin doch für die alle anderen da, aber vielleicht für mich nicht so ganz. Da fehlt dir noch ein Stück an gesunden Egoismus, dass du dich an erste Stelle stellst, dass du dich an, ja, dass du sagst, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Also im Grunde fühlst du dich schon in deine männliche Energie, du fühlst dich wohl in deine Haut und du setzt Sachen hier um, aber trotzdem vergesst dich selber so ein bisschen nicht. Das kommt mir jetzt so gerade, ja. Dein Seelenpartner ist unmittelbar unter dir. Also der ist ganz nah bei dir, in deinem Energiefeld, ganz, ganz nah spürbar. Und ihm ist es wirklich sehr bewusst, was das von einer Verbindung ist. Das sind ja wirklich tolle, tolle Botschaften hier. Und auch für ihn ist das wirklich ein Wachstum, etwas Altes, dass er auch in der nächste Stufe geht und dazu steht, zu seinen Gefühlen, seinen Empfindungen auch steht. Unbewusst hat er die Lebensfreude und er plant ja auch diese freudige Überraschung auch im Außen, also so gesehen auf dich zu. Und also es kommt allmählich in Bewegung, in Stabilität und auch Wünsche sind vielleicht auch noch momentan größer als
als die Realität hergibt. Das ist auch nur karmisch, aber eine sehr, sehr starke Anziehungskraft auch in seinem, also im Unterbewussten. Also das ist heute also ganz, ganz besonders präsent. Und schauen wir mal, was jetzt gerade bei dir los ist. Du bist was zurückhaltend. Also ich habe das Gefühl, also auch ein Stück weit diplomatisch, vielleicht arbeitest du auch an deiner Diplomatie, vielleicht, dass du auch so, wenn du etwas sagst, dass es also nicht so mit den Tür ins Haus, sondern dass du das auch wirklich so, also mit Bedacht, sorgsam ausgewählte Worte aus deiner Mitte heraus, aus deiner Ruhe heraus, also dass du also so liebevoll kommunizierst, aber dennoch so ein bisschen mit Zurückhaltung, ohne dass du dich in irgendwelche Rollen hineinpressen lässt oder Versprechungen machst. Also du hast hier eine sehr zögerliche, feine Kommunikation, so nehme ich das wahr. Also, dass du da auch sehr schön kommunizierst. Du versprichst nicht, aber also du schaust das schon mal so ein bisschen mit einer gewissen Diplomatie vielleicht, also mit ein kleines bisschen, mit einer gewissen Skepsis das Ganze so an. Also du arbeitest daran. Und zwar mit Spiritualität. An dem Neuanfang, also du hast dich hier was zurückgezogen und also du hast hier schon noch Verlustängste so ein bisschen und auch so ein kleines bisschen Abwehrhaltung, weil du der Meinung bist, so, du bist wirklich der Meinung, ja, du möchtest also nicht mehr verletzt werden, du möchtest auch nicht mehr zurückgewiesen werden, du möchtest auch nicht mehr irgendwie, also da bist du, da hast du schon eine Entwicklung gemacht, also bei dir. Du bist in diese Liebe, aber trotzdem mit Vorsicht. Also wir schauen jetzt mal deinen Gegenüber an. Also wie ich ihn wahrnehme, also die Gefühle fließen, die Gefühle heilen, der ist voll in seine weibliche Energie. Das ist erstaunlich, du in deine männliche, der ist in weibliche. Also er nimmt an, der lässt dieses Gefühl zu. Also sprudelt aus ihm dieses Gefühl heraus, finde ich toll. Und ist auch voll empathisch, voll in Vergebung. Einzige, was jetzt noch so ein bisschen blockiert, ist die feste Partnerschaft. Ihr seid sicherlich noch nicht so in diesen festen Partnerschaft, oder es ist so ein bisschen mit dem Vertrauen, könnte hier auch ein kleines Thema sein. Allerdings wird das also wunderbar überwunden. Also soweit ich das jetzt hier sehe, also ich sehe hier definitiv das große Glück und ja, das ist auch dauerhaft und ja, auf jeden Fall sehe ich das hier, dass es ja mit Erfolg auch hier weitergeht, also in dieses große Glück hinein bei deinem Seelenpartner, weil er spürt ja diese Nähe und Verbundenheit zu dir, aber auch gleichzeitig auch seine eigene Größe, auch sein eigenes Wachstum, was du auch bei ihm bewirkt hast, das spürt er auch. Und wir schauen jetzt mal, also so deine Lebenslinie oder Schicksalslinie, also mit dir, also bei dir ist die Kommunikation wirklich, steht an erster Stelle, und zwar ehrliche, authentische Kommunikation. Also das ist für dich, du hast so einen Wahrhaftigkeitssinn, so nehme ich das wahr. Also das ist die Bewusstwerdung, die Wahrheit, die Organisation, die Ehrlichkeit. Die junge Dame symbolisiert hier manchmal auch eine Naivität oder eine kindliche Verspieltheit. Also, für dich steht hier wirklich die Kommunikation in der Leichtigkeit, in der Wahrhaftigkeit und mit Gefühl. Also das prägt dich sehr oder das bringst du schon mal so mit, dass dir das also wirklich wichtig ist, also auch über die Wahrheit auch zu sprechen. Du arbeitest hier auch an deiner Lebensfreude und da kommt auch das große Glück. Also was heißt, das große Glück ist da, wenn du immer, immer und immer wieder an dir selber arbeitest, finde ich großartig. Und schau mal hier, dein Gegenüber, die weibliche Seite, die Intuition, das Einfühlungsvermögen, das Annehmen, die weibliche
Energie überhaupt, so nehme ich das jetzt wahr hier, wie gesagt, dein Gegenüber, die Seelenpartnerschaft und die Spiritualität. Und also, was ich jetzt hier noch wahrnehme, also bei deinem Seelenpartner geht auch wirklich, dass der mehr in seine männliche Energie kommt, dass er Sachen umsetzt, dass er Ausdauer hat, auch in deine Richtung. Guck mal, die zwei Karten gehen in deine Richtung und die zwei Karten gehen in seine Richtung, also die Lebensfreude und die Ehrlichkeit, also von deiner Seite, das forderst du ein. Und er hier, also wie gesagt, die Seelenpartnerschaft und die männliche Energie, dass er auch wirklich Mut und Kraft hat, die Sachen durchzusetzen. Er muss ja nichts versprechen. Das ist mit dem Versprechen so eine Sache, wenn man, dann hat man immer irgendwie einen Vertrag, eine Verbindung, das muss doch nicht sein. Ja, aber das bindet auch so. So sehe ich das Ganze und heute entschließe ich mich einfach mal, die Karten auszuzählen. Der kommt auch mit in dem Stapel. So, wir schauen mal, was sagen denn die Karten, was wir ausgezählt haben. Du bekommst ja schon mal zwei. So, dann schauen wir, was ist dir wichtig hier mit dem Kommunikation? Warum bist du so ein bisschen Zurückhaltung, unentschlossen? So, warum kränkelt hier dein Selbstwert oder warum erlaubst du das denn nicht, ja? So, was sind noch die karmischen Themen? Warum ist hier mit dem Vertrauen noch ein Thema bei deinem Herzensmenschen? Und welche Verlustängste hast du denn noch? So, auf dich kommen. Oh, der Herzensmensch mit Traurigkeit. Es kann sein, dass er dir sein Herz öffnet, dass er wirklich die ganzen Gefühle fließen lässt, dass er seine Emotionen dir auch mitteilt, ja? Also du bist noch unentschlossen, das ist was Altes, das bringst du mit. Also Verantwortung zu übernehmen ist halt auch schwierig, ja, dass du auch eingestehst, bestimmte Dinge eingestehst. Also bei der Kommunikation sehe ich hier die Lebensfreude und die freudige Überraschung. Also wenn ihr miteinander kommuniziert, dann ist das voll in diese Lebensfreude. Warum hast du Verlustängste? Verlustängste hast du vielleicht ein Stück weit auch deswegen, also ist dir die Wahrheit sehr wichtig. Also du hast wirklich Angst, dass du, wenn du die Wahrheit sprichst, dein Gegenüber verlierst oder umgekehrt. Also, dass du die Wahrheit nicht ertragen könntest, ja. So, und hier der Selbstwert ist noch blockiert. Also die Nähe und Verbundenheit und die Telepathie. Also, was heißt das? Dein Selbstwert ist verbunden, Selbstwert ist blockiert. Was heißt das? Also, dass du diese Nähe erstmal zu dir selber förderst. Und hier, also wie gesagt, also bei den karmischen Sachen, das kommt alles wieder in der Stabilität, in der Lot. Und wir haben heute den letzten im Monat, ja, was ist hier noch blockiert, was ist der Ärger mit dem Vertrauen, das ist nur so ein bisschen hier diese männliche Energie, das ist vielleicht auch ein bisschen dieses verletzte Stolz auch, ja, vielleicht auch eine Kränkung und verletzte Stolz, männlicher Stolz, dadurch ist auch dieses Vertrauen so ein bisschen blockiert. Wir fragen jetzt heute die Tarotkarten. Und zwar, so, ich bitte jetzt um 7 Karten für dich. So, 7 Karten für dich. Und 7 Karten für das Gegenüber. Und das ist auch gleichzeitig der Portal Orakel, ja. Da brauche ich ja auch keine andere Karten jetzt hier großartig zu ziehen. Und da kriege ich Gänsehaut, weil das mein Tagespost war, die Tageskarte. Und die Tarotkarten, die ziehe ich nicht, die mische ich und lasse ich immer die Karten springen.
Und die Zitate und die Tagesenergien, die poste ich, also die Zitate poste ich auch aus dem Buch nach dem Datum. Und auch die Tagesenergie, die übernehme ich bloß und die Karten mische ich. Und also es zeigt mir auch wirklich, dass es so stimmig ist. Also das Gegenüber, auch bitte um 7 Karten. Also bei dir ist es total, also in der liebende Luft und Liebe, wie ich sagte. Und das wird schon stimmen, ja. Bei deinem Gegenüber ist noch ein bisschen Abwägen da. Aha. Nanu, 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 Nana. So, also. Die unterste Karte heute, der Schicksalsrat, ist das nicht unglaublich? Und wirklich ein besonderes Portal heute zu dem 30. auch. Also es wendet sich auch etwas, ja, die Venus ist ja auch jetzt mittlerweile auch vorläufig, also es passiert schon ganz schön viel auch auf der energetischen Ebene auch, ja, wir gehen jetzt auch schon Richtung Vollmond zu, wir schauen jetzt mal deine Seite nach der Reihenfolge, wie die Karten gekommen sind. Also für dich kommt erstmal. Also die 7 Kelche, also vielleicht hast du auch wirklich viele Ideen und du kannst es also wirklich nicht umsetzen, da du Angst hast, getäuscht zu werden oder dass du vielleicht ein Wunschdenken hast. Du bist also wirklich sehr vorsichtig, übervorsichtig hier, also ein bisschen zurückhaltend. Also ich habe das wirklich so im Gefühl, dass du vorsichtig bist. Da hast du jetzt hier aber auch jetzt so ein kleines Neuanfang, also die Luftenergie und allerdings, derjenige, der hier auf dich zukommt, bringt vielleicht auch so ein Luftelement mit sich. Und das kann für einen Zwilling, Waage, Wassermann oder ist das deine Energie hindeuten. So, auf jeden Fall, du möchtest etwas klären. Also du möchtest wirklich definitiv etwas klären, auch in Bezug auf deinen Seelenpartner. Luft und Liebe haben wir gesagt, ja. Luft und Liebe. Und du möchtest ja hier nicht aus dem Klärung entfliehen. Also das kannst du wahrscheinlich hier nicht leiden. Vielleicht ist dein Gegenüber auch aus dem Gespräch entfliehen jetzt einfach. Und du möchtest das gerne bereden. Und da wirst du auch die Möglichkeit heute dazu bekommen. Und Ritter der Kelche steht ja auch wirklich für eine liebevolle und freundliche Atmosphäre. Und ja, inneres Verstehen, glücklich sein und verliebt sein, für gute Stimmung. Also du hast hier wirklich eine tolle Energie, du wirst es auch klären und du hast die beste Karten, ist das unglaublich. Also du hast den Narr, also das heißt so unbekümmert, ohne Vorurteile und das ist auch die Energie des Portales. Also neue Lebensphase beginnt heute und du bist offen und neugierig und gehst spontan wirklich durch die Welt und manchmal gibt es auch wirklich Überraschungen und du öffnest dich der neue Liebe und Neuanfang auch in der bestehenden Beziehung auch, ja. Und hier steht, also wie gesagt, der Magier und da ist eine sehr starke Anziehungskraft und es gestaltet sich auch positiv und eine neue Phase beginnt und du kannst deine Pläne umsetzen. Da kommen schon mal die Liebenden. Oh, um eine tiefe Liebeserfahrung zu machen, aus dem Herzen heraus, also von Herzen heraus, Entscheidung aus dem Herzen heraus treffen. Also du hast hier mega Energie, für dich wirkt dieser Portaltag, also unglaublich. Und wenn du, wie gesagt, dein Gegenüber auch unterstützen möchtest, melde dich einfach zu diesem Portaltag Energiekreis ein, das ist für euch beide, ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Ja, ich schaue jetzt mal hier. So, oh, habe ich das nicht? Schau dir das doch mal an. Und bei deinem Gegenüber kommt der Mäßigkeit. Also das hier, der Engel. Also das heißt so göttliche Führung. Also es kommt Frieden, Harmonie, gesunde Entwicklung. Gefühle ins Fließen bringen, gesundes Verhältnis, total schön. Die 10 Münzen, das ist dann halt innere und äußere Reichtum erkennen, wertschätzen, genießen, Sicherheit, Familiengründung, Stabilität, also Nestbau, Wahnsinn. Und dann kommt auch der Kelch, also Königin der Kelche, sich aus dem Gefühl, aus dem
Herzen heraus hingeben, auf sein eigenen Gespür, auf die Intuition zu vertrauen, also sensibel, medial. Es war noch am Abwägen, das sind die Münzen, man jongliert mit zwei Möglichkeiten, Anpassungsfähigkeit, also zwei Möglichkeiten, man ist aber schon neugierig, ja, und flexibel auch zugleich, ja, so eine lockere, unbeschwerte, verspielte Einstellung, sehr gut. Da lässt man wirklich diese 10 Stäbe hinter sich, also das ist hier dieses Bedrückung, wenn man sich zu viel wirklich zugemutet hat, zu viel Stress auch empfunden hat, dass ihm alles über den Kopf gewachsen ist. Diese Belastung und Krise lässt man los, weil man hier in der Hohepriester-Energie hineingeht, also man zeigt Verständnis, Vertrauen, also die Intuition entwickelt sich in einem sehr, man kommt in seine eigene Klarheit auf. Das steht auch für die Seelenverwandtschaft und auch für das Einfühlungsvermögen. Also hier ist der Ritter des Schwerter, das ist so eine unruhige Zeit, also es waren einige Chaos im Leben, so zeigt sich das auch, ja, also ganz viel Chaos und man hatte vielleicht auch Angst vor diesen Auseinandersetzungen. Kommt man aber immer mehr in das eigene Wachstum, es entwickelt sich alles gut in der Herrscherenergie, also auf jeden Fall Lebendigkeit, Geborgenheit und also auch wenn man sich bedroht fühlt von diesen Veränderungen, trotz man hat diese Angst, aber trotzdem, auch wenn man skeptisch noch in gewisser Art und Weise ist, trotzdem kommt man in dieses Wachstum und es entwickelt sich gut. Und du kannst deinem Gegenüber, der hat hier nämlich ganz viele schöne und positive Karten, du kannst ihm wirklich dabei gut unterstützen, dass hier diese Skepsis, was immer wieder eventuell auftaucht, war das nicht bei dir, war das eigentlich, spiegelt er dir, dass dein Seelenpartner, dass da auch nur manchmal so ein Skepsis, das ist denn, wenn der Kopf, wenn der Ego so ein bisschen mitmischt, kommt das nochmal hoch, also dann kannst du das ausschalten, indem du jetzt ihm also wirklich positive Energie zukommen lässt. So, ich ziehe jetzt jeweils eine Karte von Liebesorakel, Amos Botschaften, von Toni Carmine Salerno, eins für dich und eins für dein Gegenüber. So, ich bitte liebe Engel um. Also, du bist auch so ein bisschen skeptisch. Also, egal wie die Karten liegen, auch die Liebenden, die Energie ist ja da, aber immer wieder, na, weiß nicht. Ja, das ist das bei dir. Also, du denkst schon, ah, der Schein trügt, ob ich das so glauben kann. Ach, das ist doch riskant, ja. Und dein Gegenüber? So, erstmal ist die Freundschaft wichtig, pflege die Bande der Freundschaft, also ich möchte dich kennenlernen und er sagt dir auch, du willst ja wirklich vielleicht auch auf Biegen und Brechen etwas erzwingen, lass den Dingen Zeit und das ist dann auch eine wunderbare Zeit, also auch diese Liebe wie eine zarte, ja, wo war das nochmal hier, ja, erblühen lassen hier, also Wachstum, also die Liebe blüht und wächst, also wirklich umsorgen, liebevoll sein, so kommt mir das, was euch beide verbindet. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst, denke daran, ich liebe dich, also das teilt ihr beide, also beide liebt ihr einander, das finde ich gut. Das ist eine tolle Entwicklung, auch wenn du immer ein bisschen noch Ego hast, auch wenn dein Gegenüber momentan jetzt sagt, ja, nur die Freundschaft erstmal. Du weißt ja auch nicht, wie die Energie, wo er herkommt, ist, ja, wie sich das entwickelt. Und ich ziehe jetzt einfach noch eine Karte hier aus dem Dorin Virtue. Engel der Liebe Orakel nochmal als Abschluss, eine für dich und eine für ihn. Und ich bitte auch hier die Engel, um mich zu unterstützen. So, eine für dich, bitte eine für dich, bitte eine Karte für dich. Das ist doch nicht. Und eine für das Gegenüber, bitte eine für das Gegenüber. So.
was euch verbindet. Du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert. Das ist so ein gemeinsames Thema, was euch verbindet. Für dich kommt also wirklich die wahre Liebe und die Hochzeit. Du wirst diesen Menschen auch heiraten. Also wirklich in der Beziehung kommen. Wahnsinn. Und für dein Gegenüber, ja, die Chemie, es besteht eine starke und magnetische Anziehung. So, ich hoffe, das konntest du annehmen und bist du mit in Resonanz gegangen. Wenn das der Fall war, freue ich mich über ein Like und umso mehr, wenn du das nächste Mal auch hier live dabei bist. Wenn du gerne an dem Portal-Energiekreis dabei sein magst, auch mit deinem Seelenpartner oder mit deinem Herzensmenschen, alle Infos findest du hier in der Infobox, auch meine Webseite. Klicke darauf, gehe über den Shop, lese dich ein und über den Kontaktformular schreibst du mir eine E-Mail und schon bist du dabei. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald, Namaste, deine Valeria.